Das beste Vorbild ist unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sallallahu alaihi wasallam war ein Weise. Sein Volk hat ihn bekämpft. Der Prophet ging nach Taif. Dort behandelte man ihn sehr, sehr schlecht. Er wurde beleidigt, mit Steinen beworfen. Sein Körper blutete. Niedergeschlagen und enttäuscht machte er folgende Dua. Ja Allah, zu dir klage ich über die Schwäche meiner Kraft, über die Geringfügigkeit meiner Möglichkeiten und dass ich von den Menschen so gering geschätzt werde. Du Barmherzigster aller Barmherzigen, du bist der Herr der Unterdrückten, du bist mein Herr. Wem willst du mich überlassen? Einem Fernen, der mich düster anblickt? Oder einem Feind, dem du meine Angelegenheiten übertragen hast? Ich nehme Zuflucht bei dem Lichte deines Angesichts, bei dem alles Finstere erleuchtet und alle Angelegenheiten des Diesseits und des Jenseits in Ordnung kommen. So bewahre mich davor, dass dein Zorn auf mich herabfällt oder dein Groll mich ereilt. Dir wenden wir uns reuevoll zu, bis du zufrieden wirst. Und kein Schutz und keine Macht erfolgt außer durch dich. Obwohl er ein Prophet ist, obwohl die anderen ihn schlecht behandelt haben, obwohl er nur die Wahrheit verkündete, hat er trotzdem die Schuld bei sich gesucht. Meine geehrte Schwester, mein lieber Bruder, denke über dein Verhalten nach. Vielleicht lag es doch bei dir. Ein Leben ohne Schuldzuweisung ist ein besseres Leben. Schuldzuweisung ist eine schlechte Eigenschaft. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, grämt die Muslime nicht, tadelt sie nicht und sucht auch nicht nach ihren Fehlern. Wer nach dem Fehler seines Glaubensbruders forscht und diesen aufdeckt, kann damit rechnen, dass auch Allah einen seiner Fehler zutage fördert. Und wenn Allah den Fehler eines Menschen erst einmal zutage gebracht hat, wird dieser selbst innerhalb seiner vier Wände Schmach und Schande nicht entgehen können. Verbreite das Gute und ersticke das Schlechte. Sei ein Helfer, sei ein Unterstützer, sei ein Gerechter, sei ein guter Mu'min.